Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe das schon in einigen Videos erzählt. Ich habe so im letzten Jahr und auch schon in diesem Jahr total vermisst, wie in den Medien den Menschen bewusst gemacht wird, wie sie ihr Immunsystem stärken können. Heute möchte ich ein Video dazu machen. Es gibt viele Aspekte, wie man das Immunsystem stärken kann, auf die Ernährung achten, Sport, Bewegung, Natur, Entspannung, Stress abbauen, Bewegung und für mich ist auch noch ein wichtiger Faktor das Fasten. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und euch erzählen, was ein Fasten mit dem Immunsystem machen kann. Es gibt ja verschiedene Fastenarten. Ich habe bis jetzt schon Wasserfasten, Saftfasten und Trockenfasten praktiziert. Dann gibt es auch noch das intermittierende Fasten, wo man ganz lange Pausen zwischen Mahlzeiten lässt, am besten über Nacht. Es gibt 14 Stunden, 16, 18, also es gibt auch 20 Stunden. Ich habe auch schon 20 Stunden gefastet und dann innerhalb von 4 Stunden gegessen. Das ist alles möglich und das ist wirklich ein Vorteil für unsere Gesundheit. Also ich spreche da wirklich aus viel Erfahrung. Ich faste gerade, ich praktiziere gerade eine Fastenkur mit grünen Säften. Heute ist mein 13. Fastentag. Ich liebe grüne Säfte und ich lasse bei diesem Fasten Obst und Wurzelgemüse weg. Ich habe am Anfang des Fastens ein bisschen Kokoswasser getrunken. Das erleichtert auch ein bisschen so den Einstieg ins Fasten. Ja, was soll ich sagen? Ich trinke nur grüne Säfte und fühle mich total wohl, kann mein Tagewerk ganz normal betreiben, bin sportlich, mache meine Kräftigungsübungen, bewege mich ganz normal. Also mir geht es wunderbar und es ist einfach so faszinierend zu sehen, wie viel Energie, wie viel Kraft man hat. Man kann sich auch besser konzentrieren, wenn das Verdauungssystem eine Pause bekommt. Für mein Fasten habe ich einen ganz, ganz tollen Begleiter in meiner Küche stehen. Einen wunderbaren Entsafter, den Angel Juicer. Der ist komplett aus Edelstahl. Unser lieber ehemaliger Mitbewohner Henry hatte sich den Angel Juicer gekauft und ich konnte den über 2 Jahre ausgiebig mitnutzen. Als Henry ausgezogen ist, da war für mich klar, ich brauche diesen Entsafter in meiner Küche. Gerade für grüne Säfte oder Wildkräutersäfte ist dieser Entsafter wunderbar geeignet. Er ist sehr robust, das ist auch für mich ein ganz wichtiger Faktor, dass er sehr robust ist und ich wirklich auch Wildkräuter entsaften kann. Ich hatte vorher einige Entsafter aus Plastik getestet und die sind mir oft gesprungen, gerade wenn ich zum Beispiel Wiesengras oder Wildkräuter pur entsaften wollte. Das ging oft nicht. Ich musste dann oft auch wasserhaltiges Gemüse mit dazu entsaften. Dann kann man ihn wunderbar ganz einfach auf- und abbauen und auch ganz leicht reinigen. Und der Entsafter kann bis zu 30% mehr Saft aus Obst, grünem Blattgemüse und Gemüse extrahieren. Das ist für mich auch ein wichtiger Vorteil, weil ich eben auch viele Säfte trinke. Der Angel Juicer entsaftet mit 86 Umdrehungen pro Minute. Das gibt also eine geringe Hitzebildung, wenig Reibung und somit wird auch wenig Sauerstoff an den Saft abgegeben. Dieser wunderbare Entsafter, der Angel Juicer, der hat natürlich seinen Preis. Qualität hat ihren Preis. Allerdings möchte ich euch jetzt freudig verkünden, es gibt bis zum 11.04. 10% Rabatt auf den Angel Juicer. Und bei so einem hochpreisigen Gerät macht sich das natürlich bemerkbar. Also wer von euch sich jetzt schon immer mal überlegt hat, einen Angel Juicer zuzulegen, dann ist jetzt die beste Möglichkeit, sich den Angel Juicer in die Küche zu stellen. 10% Rabatt. Ihr findet den Link zum Angel Juicer unter diesem Video und auch den Rabattcode für diese 10% Rabatt. Der Entsafter eignet sich wunderbar für Fastenkuren, die nachweislich unser Immunsystem stärken können. Vor allem Saftkuren mit Grünsäften und mit Gemüsesäften. Ich entsafte aktuell Stangensellerie, Fenchel, Blattsalat, Endivie, Petersilie, Gurke und Alfalfasprossen. Wem das alles zu gemüsig ist, da kann natürlich auch mal ein Apfel dazugeben oder mal ein Stück Ananas. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr beim Fasten euer Immunsystem stärken und unterstützen wollt, dann auf alle Fälle grüne Säfte und Gemüsesäfte. Und wem eine Saftfastenkur vorerst noch zu hart erscheint oder er meint, er kann das in seinen Alltag nicht umsetzen, dann ist intermittierendes Fasten auch eine gute Möglichkeit, sein Immunsystem, das Verdauungssystem zu entlasten. Eine mehrtägige Saftfastenkur ist eine schöne Möglichkeit, unseren Körper sanft zu entgiften. Gerade die Säfte aus grünem Blattgemüse und Gemüse enthalten viele Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Enzyme. Und während dieses Saftfastens können wir uns über diese Säfte gut mit diesen Nährstoffen versorgen und verfügen über kurze Zeit über diese Nährstoffe mit minimalem Verdauungsaufwand. So ein Fasten entlastet die Verdauungsorgane und den Körper.
Es findet eine bessere Heilung statt. Der Körper kann einfach besser reparieren, wenn der Darm und der Stoffwechsel ruhen können. Und welchen Einfluss hat das Fasten jetzt nun auf unser Immunsystem? Nahrungskarenz beim Fasten, also das Verzichten auf feste Nahrung, erweist sich als absolut sinnvoll, denn auf diese Weise gönnen wir unserem Stoffwechsel eine Verdauungspause. Während dieser Zeit kann sich unser Körper auf andere relevante Prozesse wie Heilung und Reparatur von Schäden fokussieren, da er seine Energie nicht für die Nahrungsumsetzung aufwenden muss. Im Körper findet dann ein Recyclingprozess statt, der auch als Autophagie bezeichnet wird. Und in diesem Prozess bauen unsere Zellen falsch gefaltete Proteine und funktionsuntüchtige Organellen ab. Auch unser Immunsystem profitiert von der Autophagie. Bei einer Nahrungsabstinenz von 14 Stunden oder ab 14 Stunden startet der Vorgang für die Autophagie und es beginnt ein gesundheitsförderndes Recycling. Ich möchte an dieser Stelle hier unbedingt noch erwähnen, dass die Autophagie vor allem dann sehr gut funktioniert, wenn dem Körper keinerlei Mahlzeiten zugeführt werden, also weder feste noch flüssige Mahlzeiten. Auch ein Saft ist eine flüssige Mahlzeit. Die Autophagie funktioniert besonders gut, wenn man in der Zeit trocken fastet oder Wasser oder auch einen Fastentee oder Kräutertee trinkt. Wenn man dann dieses Fasten bricht, indem man eben nur Wasser und Tee trinkt oder eben trocken fastet, dann ist es wunderbar, zum Beispiel mit einem grünen Saft diese Autophagie wieder zu unterbrechen. Der Körper kann ganz schnell auf Nährstoffe zugreifen und man entlastet damit auch noch ein bisschen das Verdauungssystem. Für unsere Gesundheit ist ein ausgeglichenes Immunsystem wichtig. Mit einem Fasten, mit einem gut durchgeführten Fasten lässt sich eine geschwächte Abwehr sehr gut wieder normalisieren. Das berichten zumindest viele Fastenärzte. 70-80% unseres Immunsystems sollen im Darm sitzen. Schauen wir uns den Darm mal genauer an. Der Darm besitzt ca. 200 Quadratmeter Oberfläche und es ist somit die größte Kontaktfläche unseres Körpers zur Außenwelt. Und er hat auch die meiste Arbeit damit. Er muss sich gegen unerwünschte Bakterien, Pilze, Viren oder Fremdeiweiße aus der Nahrung zur Wehr setzen. Wenn wir fasten mit frisch gepressten Säften, mit Wasser, mit Tee, wird unser Darm von seiner Aufgabe entlastet. Das Immunsystem beruhigt sich gleichzeitig, weil eine verminderte Zufuhr von Allergenen und Nährstoffen stattfindet, die eben auch Entzündungsreaktionen hervorrufen können. Viele Menschen kombinieren Lebensmittel ungünstig bzw. nehmen Fertigprodukte zu sich, die Gärungen im Verdauungstrakt verursachen können. Durch das Fasten wird die Gärung stark heruntergefahren und ist kaum noch existent. Dr. Longo und sein Team haben 2014 in einer Studie herausgefunden, dass Fasten einen regenerierenden Effekt auf die Zellen des Immunsystems haben. Ich werde euch dazu unter diesem Video auch was verlinken. In dieser Studie fanden sie heraus, dass der Körper während des Fastens versucht, Energie zu sparen, indem er Zellen, also Immunzellen, die beschädigt sind oder eben gerade nicht benötigt werden, erneuert. In dieser Studie hat man auch herausgefunden, dass schlafende Stammzellen aktiviert werden und dadurch können vermehrt weiße Blutkörperchen gebildet werden, die Leukozyten. Die wichtige Aufgabe der weißen Blutkörperchen ist, den Körper gegen Infektionserreger und Schadstoffe zu verteidigen. Bei Liebscher und Pracht habe ich was ganz Interessantes zum Intervallfasten gefunden. Ich möchte das jetzt hier nicht erwähnen, nicht, dass das Video noch gelöscht wird, aber ich setze euch den Link auf alle Fälle unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Schaut da bitte mal unter Tipp 2 oder Punkt 2, Tipp 2, was ihr da zu einem gewissen Virus finden könnt bzw. der Zusammenhang zwischen Autophagie und Virus. Ich sage nur so viel. Durch Zellreinigungsprozesse können gewisse Elemente erkannt und entsorgt werden. Ihr habt gehört, es gibt gute Gründe, um regelmäßig zu fasten, sei es einen Fastentag einzubauen, pro Woche, pro Monat oder eine Fastenkur, eine Fastenwoche, einmal im Vierteljahr, einmal im Jahr, ist auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, um unser Immunsystem zu stärken und auch unsere Gesundheit zu unterstützen. Wem das Fasten bislang noch zu stressig ist, der sich nicht vorstellen kann, wie man das so in den Alltag einbaut, dann kann ich auch intermittierendes Fasten empfehlen, was ich schon ganz, ganz lange praktiziere. Das heißt, ich esse abends gegen 18, 19 Uhr die letzte Mahlzeit
und die nächste erst wieder am Mittag. Also zwischen der letzten Mahlzeit am Vortag und der ersten Mahlzeit am nächsten Tag gibt es eine lange Spanne. Und das ist wirklich auch sehr wohltuend für den Körper und er kann in der Zeit des Nichtessens reparieren. Wenn ihr euch einen Saftfastentag oder eine Saftfastenwoche nicht zutraut, dann könnt ihr auch eine Mahlzeit am Tag mit einem Saft, einem grünen Saft oder einem Gemüsesaft ersetzen. Das ist auch sehr wohltuend für den Körper und entlastet das Verdauungssystem. Ein Entsafter ist nicht nur wertvoll für eine Saftfastenkur, die wir vielleicht ein paar Mal im Jahr machen oder einmal im Jahr, sondern kann uns das ganze Jahr über begleiten, indem wir jeden Tag frisch gepresste Säfte trinken. Der Angel Juicer ist das wichtigste Küchengerät in meiner Küche und ich möchte ihn auf keinen Fall mehr missen. Wer sich jetzt vornimmt, mehr Säfte in seine Ernährung zu integrieren oder Saftfastenkuren durchzuführen, dann kann ich euch den Angel Juicer wärmstens empfehlen. Da stehe ich wirklich 100% dahinter. Ein sehr zuverlässiger Entsafter, gerade für grüne Säfte. Und ich freue mich auch schon wieder auf das Frühjahr, wo ich mir reichlich grüne Säfte pressen kann. Ihr findet unter diesem Video den Link zum Angel Juicer, auch den Rabattcode bis zum 11.04. könnt ihr den Angel Juicer noch ermäßigt erwerben. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr konntet einiges aus diesem Video mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ganz viel Kraft, ganz viel Zuversicht. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Bis bald.